Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Catherine. Die Bar ist ja natürlich wie Opponents immer noch verdammt leer, aber erstmal was trinken. Ist natürlich das Erste, was man macht. Ich meine, anstatt hier rumzutrinken. Vincent, you're not hiding anything from me, are you? It's like I was the only one hiding something. Sollte er lieber mal mit Kay Catherine reden. Aber nein. Er trinkt lieber einen. Rumors are bullshit. Fuck curses. In Persona 3 Portable kommt er ja auch vor. Und das spielt aber vor den Ereignissen von Catherine. Aber da erzählt er auch schon irgendwas von diesen Gerüchten, dass wenn man fällt. In seinem Traum stirbt man dann. Naja. One style of cocktail that requires the most experience and technique to create is the Pousse Café. Na? Normally cocktails are stirred thoroughly, but this is a cocktail you cannot mix. The bartender creates a beautiful rainbow inside the glass by carefully layering differently colored liqueurs according to their densities. Sieht schick aus, habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, irgendeine Reportage, glaube ich. What's the best way to drink this? Mixing it will ruin the effect. And if you don't mix it, it stays separated. Sehr schwierige Fragen und Probleme. Ich meine, als Kind war ja die schwerste Entscheidung, ob man Glumanda, Bisasam oder Shigi nimmt, und als Erwachsener hat man solche Probleme. Perhaps the agony of indecision is part of the Pousse Café's appeal. And that was the cocktail trivia for tonight. Ja, ganz schlimme Entscheidung muss man treffen. Erica, I need a drink. Wir nehmen jetzt Whisky. Whisky. Sake, please. I'll take a beer. Beer. Sure thing. Just wait. Sie bestellen immer alle dasselbe, oder? Keep on drinking. Hey, about those nightmares. Is it true you're all? Whoa. This is really spooky. Ja, besser macht's nicht. Aber trotzdem erstmal mit den alten Leuten. Jetzt bin ich schon aufgestanden. Ja, mir eigentlich egal. You can't accept the dishonesty of politicians, can you? You can't accept the rising cost of goods, can you? Wie soll ich jetzt entscheiden, zu welcher Catherine was gehört? Kann mir das irgendjemand sagen? Ich habe nämlich... Ich habe keinen Plan. Da fand ich das mit dem Hund und der Katze schon wesentlich besser. Ich rate und... Stopp. Schade. Mr. Justin wouldn't say that. Did you know that Mr. Justin once interviewed a ballerina? Ja. Did you know she was Miss Anna's best friend? Did you know that it was Mr. Daniel who made Miss Anna stop crying? You see. It's 2 days until the time of freedom. What are you talking about? Ach, Vincent, rate mal. Maybe if you watch the news a lot, they'll show up. If you watch the news, you may see your friends. I hope you wake up tomorrow morning all right. Feinheiten Hexen. You got mail. Justin! Na? Handy. Congratulations! Ja. Yay. Schade, sieht alles so toll hier aus. Kann ich normal spielen. Naja, egal. Macht ja auch Spaß. Na, dann stehen wir auf und, ja, ich rede trotzdem erst mit dem. Nein, ich... Falscher Knopf. Naja, egal. Man's voice. I've heard it somewhere before. So what you gonna do with the girl you're cheating with? She doesn't know you're sleeping around with her, right? I'm a terrible person, aren't I? This is my fault. I'm not gonna run from it. You go, Vincent! I'm gonna break up with her tomorrow. Once I'm clear, I'm gonna... propose to. I'm sure it'll all work out. Yeah, thanks.
Ja. Als würde es tatsächlich hinkriegen, irgendwie mal vernünftig mit C. Catherine zu reden. Oder auch mit K. Catherine mal vernünftig zu reden. Träum weiter. Wir haben noch 2 Tage. Nightmare about. Wie du mithilfe von Blöcken über Blöcke kletterst. Lena, wo hast du Daniel gelassen? Ist Daniel tot? Wo ist eigentlich hier? Wo sind Archie und Todd? Ich vermisse Todd ein bisschen. Naja. Okay, Catherine. What's going on? Nein, nichts Schlimmes. Außer, dass wir Albträume haben, wo wir von anderen scharfen Blöcken runtergeschubst werden. Und von riesigen Cyborg-Babys mit Kettensägen verfolgt werden. Nein, alles okay. Naja, dann. Problems are my problems. Ja, ich weiß. Don't worry. Nein. Nein. Glaubst du mir nicht? Oder mach dir keine Sorgen. Nein, mach dir keine Sorgen. Don't have to worry about anything. Everything's been settled. Du musst dir um nichts Sorgen machen. Nochmal verstärken. Tut mir leid, dass du dir Sorgen um mich machst. Sag ich dir, wenn alles vorbei ist. Oh, okay. Aber was ist denn vorbei? Ich meine, hier sagen wir, tut mir leid. Ich erkläre dir alles, wenn es vorbei ist. Aber davor sagen wir, nee, es ist nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Na gut, kann ja auch einfach nur was mit der Arbeit sein. Gut. Okay. Gute Nacht und. Oh, ich liebe dich. Ja, nehmen wir das. Das wird schon alles richten, ich liebe dich. Oh, tatsächlich. Nice. So, Johnny. Ja, dann erzähl mir doch mal, was du so geträumt hast, wenn du dich doch irgendwie erinnern kannst. It was a rough nightmare for sure. You all look like you're in really bad shape. Nothing's wrong with you? I don't have nightmares. I sleep like a baby every night. If you keep smiling like that, I'm gonna deck you. You can tell I'm happy. To be honest, me and Erica are. Anyway, let's have a drink. Warum weicht er schon wieder aus, wenn es um Erica geht? Ich bin jedes Mal aufs Neue geflasht, wenn sie. Ach, nein. Darf nur mal einen Schluck. Erica ist Erica. Ganz ruhig. Stupid as I am. I just have to give up and move on. Handy. Ein Bild. Ja, dann, da wir uns das eh nicht angucken können. Ich bin ja neugierig. Das ist ganz wichtig, weil ich ja so viel wie möglich auch zeigen möchte von dem Spiel. Ach ja, Spooky Monster. Naja. Na, Handy. Jetzt hat sie gar nichts mehr an. Ah, nee, hat sie ja. Vorher hat sie auch schon nichts an. Weil verwechsel ich das gerade mit dem Speicherstand, wo ich auf Sea Catherine spiele? Ach, keine Ahnung. Ja, wir arbeiten schwer. Liebe es, wenn du über deine Arbeit redest. Ah, das ist aber. Aua, erstes richtiges Date. Ja. Ich freue mich so, dass du mir die ganzen Smileys findest, finde ich immer noch so toll. Lass was anderes machen, wenn wir beim Film gucken waren. Nein! Ist das bei ihm? Sieht nicht ganz so nach aus. Ach ja, ich frage gar nicht erst. Antworten wir, mal gucken. Ist jetzt ein Date? Ja, hör auf damit, mir die Bilder zu schicken. Wir wollten nichts gestehen. Wir wollten nichts verstehen. Oder andeuten. Pam! Ja, dann wäre ich auch dafür, dass man gleich erstmal nachguckt, was hier für ein Spooky Monster diesmal kommt. Doch nochmal ein Hintern. Es hatte gelbe Augen. What did you see? I'll see you at the Spiral Corridor tonight. I'm looking forward to it. What the? Ja, ist ja schön, dass wenigstens einer sich freut. Spiral Corridor sieht ja richtig gut an. Naja. Ich habe mit Toby noch nicht gesprochen.
Ich hoffe mal, Anna haut in der Zwischenzeit nicht ab. Ich dachte gar schon, dass sie weg ist. Mal gucken. I know this is sudden, but here's some trivia about whiskey. Now that you've emptied your glass. Do you know what the strongest distilled alcoholic beverage in the world is? The strongest alcohol in the world is spiritus, or rectified spirit, a vodka made in Poland. Okay. Spiritus war ja mir klar, aber okay, es ist Vodka von Polen. Okay. It is distilled more than 60 times. It is 190 proof. But apparently, locals do not drink it. Ja, komisch. To make homemade liqueurs, dipping fruits in it. And that was the trivia for tonight. Das war wirklich unnötig. Empty. Was Neues? Was nehmen wir denn? Sake und Bier sind noch offen, glaube ich. Ja. Yeah. Dann nehmen wir jetzt Bier. Beer. Sake, please. I'll take a beer. Ja, nimm's auch ein Bier. Ja, ja. Ich gebe mir das Bier. Gib mir den Alkohol. Aber echt, anstatt sich hier zu betrinken, sollte er einfach mal mit Catherine reden. Na gut, dann hätten wir ja kein Spiel. Wäre ja noch kürzer, als es sowieso schon ist. Vincent, you're not hiding anything from me. Nein. Ja, hatten wir schon. Have you checked the high scores for that game? Ah. Why are you boasting? What? I've got the high score right now. What, really? Oh, well, I'll beat you soon. You guys are really into that game, huh? Yeah. Ja. Erica, she's an angel. More like a demon. Oh Gott. Mir wurde heute schon zu viel gesagt. Echt? Sonny looks pretty bad. He always hides his problems from us, huh? But Chief's so cool. When one of his guys messes up, he sticks with him until the end. Well, that's his problem. He needs to take it easy. Man, if I was a girl, I'd be all over Chief. Kannst auch als Kerl sein. Not when he comes back. I'm sure he'll Ja, richtige Freunde machen sowas. Kannst aber auch als Kerl auf ihn stehen, das ist jetzt nicht so, nicht das Problem. Zumindest sollte es das nicht mehr in der heutigen Gesellschaft sein. Naja, dann. Du bist zuerst reingekommen. I interviewed another woman today for a different story. She's pregnant, but she's marrying a man who isn't the father of her child. And she's not going to tell him that he isn't. It's the truth. Das ist furchtbar. Gibt es einen Grund? Na, schau mal raus, mich würde es tatsächlich interessieren. Oh. Why? She doesn't actually know who the father is. Auf zu Brit. Among all the possible fathers, she went for the one who is the kindest and the dullest. He'll raise the baby, believing it to be his child. I'm sure he'd be happier if he didn't know. I don't think I agree with that. I hear that in any romantic relationship, feelings decline over time. One theory is that love is a drug, like alcohol or cigarettes. Repeated exposure makes you numb to it. That is, it's only hot and heavy in the beginning. It's the truth. You got mail. Passt da dann der Spruch, Ignorance is bliss? Naja. Hau mal einen Schluck weg und... Ja... Mal gucken. Okay, Catherine, can I trust you? Ja, aber natürlich kannst du mir vertrauen. Wie kann ich glauben, was du sagst? Ich hasse es, das zu sagen, aber du warst ziemlich merkwürdig. Ja, das war er. Die sehen sich auch irgendwie nur bei der Mittagspause, oder? Sehe ich das richtig? Naja. Tut mir leid, aber ich bin nicht so naiv, dass ich das einfach glauben kann. Oh, es gibt Menschen, die das sofort geglaubt hätten. Du musst die Wahrheit hören. Wir werden unser Leben zusammen verbringen. Das ist mal die Wahrheit. Alles okay, vertrau mir. Auf mich, nein. Vertrau mir. Machen keinen Ärger. Nah. Mach dir wirklich keine Sorgen. Ja. Kannst dich entspannen. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Ja, definitiv nehmen wir das. Danke für... Danke für... Ja. Danke, dass du dir Sorgen um mich machst. Ja. Gut. Da ist doch gar keine E-Mails, ne?
Naja, muss er ja auch nicht. SMS, E-Mail, ach, whatever. Oh. Naja, reingehen. Catherine, what is it? I'm sorry about this afternoon. I was rambling. Hey, are you really okay? Is something wrong? Don't worry about protecting my feelings. Ist jetzt alles okay oder ich weiß, danke. Ich meine. I'm fine, really. Thanks for asking about me. If something's happening, tell me. We're not strangers anymore. I'm carrying our child. Yeah. Yeah. Yeah, you're right. Then I forgive you. Seriously, I'm sorry. Good night. War es egal, was meine Antwort? Naja. Ich hör schon mal Justin an. Und den Fernseher, ganz wichtig. Nee, erstmal Anna. Der Fernseher kann warten. Der läuft weiter. But here's some trivia about beers loved all over the world. But where did it come from? Bayern. Nee, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder die Chinesen. The earliest records of beer making are from 5000 years ago in ancient Mesopotamia. It said the barley used to make bread fermented naturally, and beer was created by coincidence. The earliest known alcohol is said to be from 9000 years ago in China, a mix of rice and fruit alcohols. Wenigstens da China. China hat ja auch, was war das, Eis so entdeckt? Halt, die haben da damals, glaube ich, Früchtesaft oder so mit vermischt. Ja, das erste Eis war von den Chinesen. Was hatten sie noch? Nudeln, glaube ich. Ich glaube, die Chinesen haben auch die Nudeln erfunden, in Anführungsstrichen. Ja. I guess you could say humanity's had a long time to enjoy their drinks. Ja, so kann man es auch sagen. Und dann noch einmal Sake. Ja. Gab es mal, habe ich euch schon mal erzählt, aber es gab es mal vor Ewigkeiten in einem Tetra-Pack. Sake. Coming right up. Durfte ich damals und habe ich auch damals nicht getrunken. Sorry, you had to see me like that yesterday. I mean, is that really what you want? Don't you love him? We're past the age of believing we'll have no problems just because we're in love. You too. But he's adopted. He's been working hard all his life to repay the parents who raised him. He fought his way through, dealing with pressures all this time. He's a truly pitiable soul. I knew that I wouldn't be able to marry him. That he was going to become someone else's from the very beginning. And now that day has come. Cheer up. Don't patronize me. Du hast dir ja schon fast geholfen, Vincent. Was? Rapunzel. Mehr als ein Ende. Du, aber bei diesem blöden Rapunzel-Spiel gibt es mehr als ein Ende. Ja, wusste ich ja. Also, nee, wusste ich eigentlich gar nicht. Ich wusste, dass es noch extra Stages gibt, aber. Ist jemand abgehauen, oder? Sind die Alten weg? Ich glaube ja. Goodbye. Oh. Kann ich hinterher. Nein. Sie ist zu schnell. Schade. Gut. Richtig gut gemacht, Vincent. Man's voice. Ja, die haben wir schon mal gehört. Gut, ja, sagt mir ja nichts im Namen. Kevin Taylor, age 31. Gut, auch egal. The current known list of victims. If we learn of any new information. Ich bin mal gespannt, ob da wirklich die Namen auftauchen, wenn sie denn sterben. Wenn sie sterben können. Denke ich mal, aber. Time to see nightmares, Mr. Brooks? Yeah. Shit, I can't remember them. Every night I've had them. Women aren't the only ones to get the marriage blues. Man asks everything from a woman, but when done so, he feels she is a burden. To pilfer the pawn rings from a certain someone. It doesn't matter anymore. I figured it out. I want Catherine by my side, so I'm just gonna settle things. I hope it leads to a good conclusion. Still, Steve's voice, I've heard it somewhere before. I'm gonna head home.
Excuse me. Tschüss, Justin. Was trägst du eigentlich da für einen Pullover? Das ist natürlich das Erste, was mir auffällt. Ja. Shoot. Is this time already? I break up with her. I need to keep my mind clear. Mhm. Yo. Ihr haut auch ab. Vincent, ja. Ich bleib noch hier, ich will noch mit Erica quatschen und das Schälchen austrinken. Alright, take care. Leer trinken. Aus. Whatever. Ist besser als Teller aufessen. Still hanging around the bar? We can't start this party without you. Now, come. Did I just hear something? Good evening. Oh Gott. Is Vincent here? What? Hm? Hat sie eigentlich... Hat sie... Sag aber was zu... Sea Catherine. Hey, have you seen that Rapunzel game anywhere else? No. Yeah, me neither. It's really old, and all our customers play it just out of curiosity. I saw Orlando and Johnny playing it the other day. They started fighting and blaming each other for messing up. Men who get hooked on stuff like that, they're all just kids. And aren't the only ones who get hooked on games. Yeah, but it's different for us. Toby doesn't play it, though. He says he didn't get the appeal. Maybe Toby's just more mature than you guys. Him? He's only trying to act mature. Jetzt mal, da kommt eine Frau rein, die nach Vincent fragt. Da wäre ja schon mal mein Augenblick gewesen, wenn ich Vincent wäre. Irgendwie Erica was ins Ohr flüstern, von wegen, das ist die Catherine. Ja. Oder das ist die, mit der ich meine Freundin betrüge, oder was auch immer. Das, oder ist das nicht sowas, wo man dann reagiert? Ach, du, nein, du redest über dieses dämliche Rapunzel-Spiel. Hey, aren't you going home yet? What, after work? Ja. Danke. I know this is shocking, but here is some trivia about Japanese sake, now that you've emptied your sake cup. Do you know the true meaning behind Nama Ippon, a type of Japanese sake? No. There are conditions a sake brewer must follow to label their sake Nama Ippon. One, it must only be made with rice and malted rice. Two, no water is added after squeezing. Three, no sake from other batches may be mixed into the brew. This means that the drink is pure rice sake. Use this knowledge the next time you buy sake. Ja. And that was the trivia for tonight. Daran werde ich mich auch garantiert das nächste Mal noch erinnern. Empty? Nein, wir nehmen nichts Are mehr. Right? Ja, aber wir hören hier heute erstmal. Zumindest mit dem Trinken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sea Catherine ansprechen möchte oder nicht. Ich speichere erstmal. Und dann quatsche ich sie trotzdem an. Ja. 7 Stunden, 7 Minuten, Mensch, du. Ich denke mal, oh, vielleicht 4 Stunden noch dazu. Kann es schwer einschätzen. Wir wären einfach nach Hause gegangen, weil wir das alles nicht passiert, ne? Naja, oh, egal. Also, dass sie jetzt hier sitzt. Why are you here? Hey, have you ever cheated on anyone, Vincent? Huh? Well, I can't imagine. It's you, after all. I've cheated on someone before. But don't worry, I'm only seeing you. How do I say this? It's really strange that I feel this way. Do you get what I'm trying to say? I'm probably not making much sense. Well... Man, you're not talking much today. I'm just sitting here with some guy who's not saying Ja, weil du die ganze Zeit redest. We're done talking today. Sorry. I'll see you tomorrow. I've been tired lately and I want to sleep alone. Oh. Then that's too bad. What? You're going home already? Nein, wir speichern noch. It's not like... Oh. Ich habe ihn weggedrückt. Entschuldigung, Witzend. Ah, ich wollte nochmal, ganz wichtig, Musikbox-Dingens, Jukebox muss gucken, ob neue Lieder. Ha?
Ha! Hallo? Ich kann mich an das Lied nicht erinnern. Nein, wirklich nicht. Ja, wahrscheinlich, wenn ihr einfach die Momente hatten, wenn das Social Link auf 10 ging. Naja, mit irgendeinem Lied von der Digital Devil Saga, ich habe nie eins davon gespielt, verabschiede ich mich, speichere nochmal und dann einen schönen Nikolaus wünsche ich noch. Und dann tschö, bis zum nächsten Mal.